Dann haben wir einen großartigen Komiker bei uns, einen hinreißenden Schauspieler aus Frankreich. Bei uns ist er am bekanntesten geworden damals mit seinem Film Der große Blonde mit den schwarzen Schuhen. Der Typ, den wir da ableuchten sollen. Wer ist der? Hä? Wer ist denn das? Das geht euch absolut nichts an. Der ist es. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Was soll der schwarze Schuh? Alles, was in seiner Wohnung gesprochen wird, wird abgehört. Achtung, jetzt nicht aufdrehen. Bleiben Sie unten. Und jetzt langsam zu warten. Ich komme mit. Oh, ganz locker. Mach mir den Hengst. Was? Nein. Doch. Wie macht der Hengst? Oh nein, Bulle. Er schreckt vor nicht zurück. Und hier ist der Pierre Richard. Monsieur Richard, als Sie in die Schule gegangen sind, wussten Sie da schon, dass Sie Schauspieler werden? Waren Sie schon so lustig in den Klassen? Ich habe verstanden, dass ich Schauspieler sein würde, als ein Lehrer mir sagte, wenn Sie weiterhin die ganze Klasse zum Lachen bringen, dann werden Sie es im Leben nie zu etwas bringen. Und da habe ich mir gesagt, ja, genau so muss man es machen. Welcher Schauspieler kann Sie zum Lachen bringen? Es gibt viele. International. Oui. International meinen Sie das? Mitterrand? Ja, Mitterrand zum Beispiel. Monsieur Richard, wir kommen zu Ihrer Wette. Das ist eine Wette, die sehr viel mit Kraft zu tun hat. Sie wirken ja nun nicht gerade wie ein Kraftpaket, vor allen Dingen, wenn man neben Günter Strack sitzt. Aber vielleicht sind Sie so nett und formulieren jetzt mal, um was es wirklich geht. Ja, meine Wette ist mir gerade runtergefallen. Non, j'ai appris de Paris, la ville, que qu'il y avait une sorte d'Obélix, d'Obélix bavarois, eine Art bayerischen Obelix geben soll. Qui s'appelle Ludwig Burgheim. Der heißt, glaube ich, Ludwig Burgmeier oder so. Et je parie parce que je Und crois ich möchte wetten, weil ich an ihn glaube, fest glaube. Ich möchte also wetten, dass Ludwig Burgmeier einen Bierkrug 11 Kilo schwer, mit Inhalt vermutlich, länger als irgendjemand sonst auf der Welt am ausgestreckten Arm hochhalten kann. So, und jetzt, lieber Ted, noch ein paar Informationen dazu. Mein Kandidat sagt, er hält einen Bierkrug mit ausgestrecktem Arm länger als jeder andere. Ich sage Ihnen jetzt, wen ich als anderen dazu eingeladen habe. Ein Mann, der die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles gewonnen hat und mit Gewichten arbeitet und der gestern erneut deutscher Meister geworden ist, nämlich Karl-Heinz Radzinski. Unser bayerischer Kandidat tritt gegen ihn an im Maßkrug halten. Wer gewinnt? Ted, bitte geben Sie mir Ihren Tipp. So, Monsieur Richard, alle stellen sich jetzt die Frage, was macht der große Blonde, wenn er verliert? Ah, si je perds mon pari, alors ja, wenn ich meine Wette verliere, je vous propose de, dann möchte ich Folgendes vorschlagen. Puisque je vais rentrer sur Paris, ich gehe ja wieder nach Paris zurück. Par exemple, de cirer les chaussures und da könnte ich meinetwegen de toutes les dames blondes pendant une heure sur les Champs-Élysées. Eine Stunde lang auf den Champs-Élysées allen blonden Damen die schwarzen Schuhe putzen. Das wäre le grand blond avec le cirage noir. Das wäre dann die Geschichte, die ich muss noch Folgendes sagen. Ich möchte meinen Kollegen, der vorhin genannt wurde, auslösen, weil er bis jetzt zu seiner Wette, die er verloren hatte, noch nicht angetreten ist. Also ich wiederhole das, Sie nehmen den Vorschlag wirklich gerne an. Sie gehen auf die Champs-Élysées, mitten in Paris, eine Stunde lang als Schuhputzer und jede blonde Dame, die hält und ihre Schuhe hinhält, die kriegt von Ihnen die Schuhe geputzt. Das wird ein Vergnügen für Sie werden. Also. Wenn ich sage, top, die Wette gilt, in diese Lichtschranke halten, sobald das Licht brennt, stoppen wir mit. Sobald das Licht ausgeht, wenn Sie Ihren Arm beugen oder der Arm runtergeht,
wird die Zeit wieder gestoppt. Top, die Wette gilt. Was meinen Sie, was jetzt in ihm vorgeht? Und ich freue mich bei dieser Wette, dass viele zu Hause das jetzt auch ausprobieren können. Eine absolute Schallgrenze und Leistungsgrenze liegt bei der Minute. Karl-Heinz, 29, 30 Sekunden, halbe Minute. Denken Sie an Ihren Olympiasieg. 40 Sekunden. Denken Sie jetzt an die deutsche Meisterschaft. 50 Sekunden. Jetzt kommt die Technik dazu. 54, 55. Eine Minute. Oh. 1:02. Jetzt kommt der Moment, vor dem ich mich etwas gefürchtet habe. Da ist etwas Bier rausgespritzt. Jetzt muss ich also wieder denken. Also ist der Krug leichter geworden, also füllt er wieder was rein. Nicht? Ja. So, jetzt muss ich das wieder, wenn ich meine Kandidaten bitten darf, mich jetzt zu... Jetzt ist wieder zu viel drin. Ach du liebe Zeit. Das ist doch im Moment beim ZDF verboten. So. Jetzt habe ich zu viel getrunken. Dann muss ich wieder was reinmachen. Jetzt wissen Sie, warum meine Sendungen immer so lange dauern. So, Tröpfchen. Ah, geht so? Nein? Also, noch ein Tropfen. Nein! Also so war es ungefähr vorhin auch. Es kann sich nur um 2 Gramm handeln. Man beachte bitte jetzt das ernste Gesicht meines bayerischen Herausforderers. Ab jetzt versteht er keinen Spaß mehr. So, 1 Minute und 2 Sekunden, wenn ich vorhin richtig aufgepasst habe, sind zu schlagen. Natürlich drücke ich Ihnen die Daumen, denn Sie sind auf die Idee dieser Wette gekommen. Toi, toi, toi. Top, die Wette gilt. Karl-Heinz, Sie habe ich angefeuert. Ich darf das bei meinem Kandidaten jetzt auch tun. 10 Sekunden. 20. Denken Sie an Ihren Stammtisch. Der ganze Stammtisch wird jetzt die Daumen drücken. 30. Jetzt denken Sie daran, dass Sie einen Goldmedaillengewinner schlagen können. 40. Denken Sie daran, dass der 7-fache deutsche Meister gleich eifersüchtig wird. 50. Karl-Heinz. Oh! Schade. So knapp ist es gewesen. So knapp. Die Wette wurde verloren. Es fehlten nur wenige Sekunden. Wie schwer diese Wette ist, kann jeder von Ihnen zu Hause probieren. Ich wette mit Ihnen, dass keiner von Ihnen in der Lage ist, zu Hause ein Bügeleisen auch nur 5 Minuten zu halten. Probieren Sie es mit einem Bierkrug. Ich erinnere noch mal, dieser bayerische Maßkrug, 10 Kilo Eigengewicht, 1 Kilo Bier dazu, 11 Kilo. Wenige Sekunden haben ihn vor dem Sieg getrennt. Trotzdem gibt es unseren Wetten-das-Club, unser Andenken. Ich sehe Sie wieder bei unserer großen Party und machen es mir halt jetzt einen großen Gefallen. Seien Sie ein netter bayerischer Verlierer. Lächeln Sie nett, bayerisch, gemütlich in die Kamera. Das ist der Sieger, unser Goldmedaillengewinner und deutscher Meister, Karl-Heinz Radzinski. Der Händedruck der beiden bayerischen Mannsbilder. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch.
Ach, ich freue mich, Pierre, ich freue mich, dass Sie Schuhe putzen müssen. Das Einzige, was mich dabei ärgert, dass sich wieder nur schöne blonde Mädchen ausgesucht haben. Wir werden Ihnen aber auch ein paar etwas ältere blonde Herren unterjubeln bei diesem Putzvorgang. Da können Sie sich drauf verlassen. Ah non, c'était pas mon pari. Mon pari, c'était les dames blondes. Ich hatte mich in meiner Wette auf blonde Damen spezialisiert. Ich werde meine Wette also wortwörtlich halten. Einverstanden.